foto van de eer. Yep. We kennen die. En ja, we werken na veel uur deze pauze gaan. En we rausgehen een paar Übungen maken. 5 Übungen. Aber fast alle werden 30 Sekunden dauern. Also für die, die sehr sportlich sind, macht ihr einfach 30 Sekunden alle Übungen. Und ja, immer dann nach jeder Übung 5 Sekunden oder 10 Sekunden Pause machen. Wir machen es dann, weil dann eine Übung. Die Übungen werden für Bauchmuskeln gut sein. Wetteinformationen neu. Wie der Arm. Es regnet heute. Sehr schlechtes Regen. Und für dein Gehirn. So, und sehr schlechter Tag. Deswegen müssen wir jetzt hier in ein Zelt Übungen machen. Und ja. Ja. Ja, ja. Wir werden trotzdem rausgehen und Übungen machen. Ja, und draußen werden wir Ballübungen machen. Hier werden wir, naja, auch Übungen machen, ein paar. Oh. Ich habe meine Superpower. Jetzt beginnen wir wieder mit das Lied, das heißt, alles kommt wieder. Wir gehen wieder in die Schule. Ja, 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 ja. Wir gehen in die Schule. Ja, 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 ja. Und wir gehen auch wieder in den Training. Das macht auch wieder viel Spaß. Gehen. Auch. Und das ist das Ende. Es regnet hier nicht, kaputt. Nein. Ah, ja. Nico. Ah, ja. Wie macht man das dazu? Nein, damit kann man das Ganze. Hey, ruhig, Stimme. Ganz normal? Ja. Ich stimme, Ruhe. Antonia. Auch raus, Hand rausgeben kann. Nur aber so ruhig. Ist das möglich? Ist doch, das ist möglich. Ja, das ist möglich. Wie ihr seht, stimmt Alex gerade die Gitarre. Ja, niemand, ihr seht es nicht wirklich, ja. Aber ist jetzt egal. Aber ah, auf. Also, ich hatte wir wieder in die Schule gehen. Wir gehen wieder in die Schule und können dort wieder lernen und gehen wieder in die Schule und wollen wieder lernen. Oh. Und wir können vergessen. Ja, wir gehen in die Schule, ja. Wir
Schule, ja. Wir gehen in die Schule, ja. Ich das Lied. Hallo, wir kommen wieder zurück. Wir werden jetzt mit den Bällen die Übungen machen. Zuerst beginnen wir mit der ersten Übung, Ball Taps. Der Ball bleibt so vor dir in der Mitte stehen und dann musst du einfach einmal ein Bein drauf gehen und dann den anderen. Und dann die ganze Zeit bewegen, 30 Sekunden. Seid ihr bereit? Ja. Und Hände aus. Ausgeben und beginnen wir. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So los, geh. 30 Sekunden gesagt. Jetzt plötzlich. Jetzt beginnen wir mit der zweiten Übung. Pendeln. Nach vorne und zurück. Dann werden wir weiter auf die Seite hier gehen. Lassen. Pendeln. Also, das geht so. Der Ball mit der. Du kannst ja beginnen mit welchem Fuß, egal. Ich werde aber mit links beginnen. Den linken Fuß dort zum rechten Bein. Und dann wieder zurück. Dann die ganze Zeit so, aber nach vorne und dann zurück. Und das wollen wir 30 Sekunden machen. Oder für die Kleinen 20 Sekunden. Oder wenn nichts möglich ist, 10 Sekunden. Also, nicht so nah. Und weiter nach hinten. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Okay, jetzt gehen wir wieder weiter auf die Seite hier. Jetzt wollen wir Sprünge machen. Wir werden hier neben dem Ball sein, auf der linken Seite vom Ball. Auf der linken Seite. Ja. Und dann werden wir die andere Seite springen. So. Das für 30 Sekunden. Und dann wieder zurück. Und die Übung heißt Sprünge. Ja, ich habe schon gesagt. Tschüss, jetzt machen wir eine Trinkpause für 15 Sekunden und ja. Ja.
Come on, Tonya. Recht naar oben koppen. We zullen naar oben koppen. Dan willen we de ganze naar oben koppen, dan wordt het niet zoveel helpen. Also wir werden nochmal. Diese Übung heißt Sketter. Ist fast dasselbe wie bei den Sprüngen, aber diesmal gehen wir weiter auf die Seite. Denn wir müssen diesmal weiter auf die Seite springen. Aufgepasst, Rutschgefahr. Hier, weil. Aber das ist jetzt egal. Alle auf der linken Seite beginnen, wie vorher. Und dann. Die Übung geht so, da auf die Seite, dann wieder da drüber, dann die ganze Zeit für 30 Sekunden, für die zwei 20 Sekunden, außer man kann länger. Also beginnen wir. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Und ja, jetzt beginnen wir mit der letzten Übung, auch fünfte Übung. Das Liegestütze mit dem Ball. Also wir werden weiter hier auf der Seite gehen. Wenn ihr es schafft, müsst ihr in die Liegestütze-Position gehen mit dem Ball. Na, ah, der ist dreckig. Ist auch egal. Die Hände einfach so und dann für 30 Sekunden den Ball da auf die Seite und dann wieder zurück. Na, ganz leicht, aber wir machen schon mal bereit. Seid ihr bereit? Und los geht's! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Und ja, das war's mit dem Video. Ja, das waren alle fünf Übungen. Jetzt sind wir fertig. Schaut euch diese Hände an, die sind so nützlich. Ist auch egal. Denn wenn ich nach Hause gehe, werde ich mir die Hände waschen. Ja, mit Seife und länger. Und nicht vergessen, so Hände waschen, da auch hier weiter hinten, da circa so, oder wenn ihr übertreiben wollt, ganze Arm, ist aber auch egal, dann einfach nur Hände waschen dann später. Und ja, wie es aussieht, regnet es nicht mehr. Das heißt, das Video ist zu Ende und tschüss!